Joel, kommen wir nochmal zum Samstag zurück. Wie fandest du das Spiel gegen Leverkusen? War ja deutlich besser als das Spiel gegen Wolfsburg letzte Woche. Ja, war viel besser. Erste Halbzeit hat ein bisschen unglücklich mit dem 1-0. Wir liegen hinten, aber wir hatten alle Chancen da auch zum ersten Tor gemacht, aber er hat leider nicht gemacht. Und dann in der zweiten Halbzeit wirklich das Spiel gut in der Kontrolle und wir hatten ein oder paar mehr Möglichkeiten. Und Gott sei Dank, wir hatten einen gemacht und wir hatten einen Punkt geholt. Und jetzt wir sind 17 in der Tabelle und jetzt alle Konzentrationen sind, dass wir die 17. Platz halten. Jetzt seid ihr im Quarantänetrainingslager, seid ihr bei Union Fürstenwalde im Training. Wie sind die Bedingungen so? Ja, ich finde alles gut. Alle sind die hier, alle Susi, alle hat es perfekt gemacht. Das Essen ist gut, alles in der Hotelarbeit gut, der Trainingsplatz ist gut. Ein riesen Kompliment für alle in der Verein für das. Geht ihr euch schon sprichwörtlich auf den Sack oder geht es noch im Team? Nee, das ist alles gut. Sehr gut. Danke dir. Das war's schon.